Ja, zu Beginn ein paar Worte zum Gesamtmarkt in Form des S&P 500, den wir hier im Hintergrund sehen, rechts im 5-Minuten-Chart und links hier auf Tagesbasis. Da gab es jetzt in den letzten Wochen keine größeren Bewegungen, aber was interessant ist, gestern gab es nochmal ein neues Allzeithoch, also nur knapp über dem Kurs, den wir hier noch von 7. Mai hatten, das neue Allzeithoch im Juni. Ja, ansonsten werden jetzt viele sagen, behält das alte Sprichwort recht, sell in May and go away and come back in September. Momentan sieht es jedenfalls so aus, dass es jetzt etwas ruhiger an den Börsen zugeht. Wir sehen das vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt in die einzelnen Werte mal reinschauen, die diese Woche interessant waren. Dass natürlich kleinere Werte oder auch andere Branchen jetzt vielleicht etwas in den Fokus geraten. Der allererste Wert, den wir uns hierzu anschauen wollen, ist AHT. Den hatten wir auch schon in einem der letzten Videos, glaube ich, mit erwähnt. Hier gab es auch den ja so oft zitierten und hier beschriebenen Anstieg auf der Call-Seite. In den letzten Tagen ist es wieder etwas zurückgegangen. Aber das Ganze hat sich schon Ende Mai so ein Stück weit angebahnt, dann auch hier mit dem Ausbruch über die 4-Dollar-Marke. Jetzt sind natürlich die Schwankungen extrem, wird, glaube ich, schwer bei dem Wert in der Form jetzt am Hochkurs noch mit einzusteigen. Aber hier ist es, glaube ich, auch ganz interessant, wenn man es mal als Langzeitinvestment sieht, dass man hier einfach mal auf den Weekly Chart geht, weil da sehen wir, wo kommt der Wert her? Es ist ein Wert aus dem Hotelbranche, der natürlich besonders hart getroffen wurde von der Corona-Krise und wo man ja von allem sprechen kann momentan, aber nicht von einer Erholung auf altes Niveau. Das wird sicherlich eine ganze Weile dauern, aber das zeigt, glaube ich, auch hier ganz gut im Weekly Chart, wo noch das Potenzial ist, weil im Daily Chart sieht man natürlich, der Wert ist jetzt kurzzeitig gut gelaufen. Aber ich glaube, in diesem Bereich oder in dieser Branche werden wir in den nächsten, gerade in den Sommermonaten, glaube ich, viele interessante Titel sehen. Und das kann einer davon sein. Gibt viele mehr, in denen wir dann natürlich dann auch in der nächsten Woche wieder mit drauf eingehen werden. Ein weiterer Titel, der momentan ganz interessant ist, ist jetzt ein Wert aus einem anderen Bereich. Grob gefasst, kann man sagen, Medizinbereich, und zwar ist es das Symbol SENS, Sensonics Holdings, ein Wert aus dem Bereich Diagnostik. Und hier ganz interessant, auch natürlich wie gewohnt unser Anhaltspunkt, steigende Kurse, vielleicht auch steigende implizierte Volatilität, ist auch ein ganz interessanter Faktor mit diesem Anstieg. Des Investments, dass natürlich viel Geld in diesen Wert fließt, weil schlussendlich ist das ja nichts anderes als, dass sich jemand einen Kaufpreis auf eine Aktie sichert mit einer Option. Und dazu muss es natürlich dann auch dementsprechend den Gegenwert als Aktie geben, wenn es jetzt mal zur Auslieferung kommt. Also da können wir ganz klar erkennen, was bei Aktien schwierig ist, auf welche Seite auch Geld in den Markt fließt. Und hier gab es die Meldung, dass ja, das neue Gerät oder Diagnostik gerade für Diabetes-Patienten in den Arm implantiert werden kann und die Studien wohl auch erfolgreich verlaufen sind, so dass das ja ein Riesenfortschritt für Diabetiker sein kann. So kann das Ganze extern kontrolliert werden. Studien waren, glaube ich, hier der ausschlaggebende Punkt für den Sprung, den wir hier schon gesehen haben. Und wir sehen, das Ganze wird natürlich jetzt weitergetrieben, auch heute haben wir da sehr, sehr viele interessante Optionen gesehen. Und das kann, glaube ich, auch noch ein ganz spannender Wert werden. Man muss hier gar nicht so lange zurückschauen. Da sehen wir, der Wert war schon mal bei 55. Klar, diese Titel sind immer besonders volatil. Daher vielleicht sogar eher etwas für einen Optionstrade, wo man generell darauf spekuliert, dass es auch mal zu einem Totalverlust kommen kann, wenn es jetzt natürlich gegen einläuft. Und wenn man hier die Möglichkeiten sieht, dass so ein Wert auch schnell mal auf 6 Dollar springen kann, kann das schon ein ganz interessantes Investment sein. Und der letzte Wert für heute ist der Wert Roblox. Wird vielen sicherlich auch als Neuemission einiges sagen. Da gab es einige interessante Bewegungen gleich zu Beginn. So zwischen 65 und 80 ist der Wert hier über einen längeren Zeitraum, kann man sagen, hin und her geschwankt und
Jetzt kommt natürlich auch hier der Ausbruch über diese 80 oder 85-Dollar-Marke hinzu. Und glaube, wenn man sich etwas tiefer mit diesem Spiel oder Spielprinzip beschäftigt, dass das, sage ich mal, wirklich auch von den Usern dementsprechend mitgestaltet werden kann und quasi damit auch endlos ist, kann das natürlich gerade auch, was wir jetzt gesehen haben in Zeiten der Pandemie, sicherlich noch stärker nachgefragt werden. Und sicherlich ein ganz interessantes Konzept für die Zukunft, auch wenn hier natürlich Charthistorie für die knappen 4 Monate, die wir jetzt haben, hier nichts aktuell sehen werden, ist das sicherlich auch ein interessanter Wert, den wir sicherlich im Sommer oder dann auch im Herbst häufiger wiedersehen werden, mit erhöhten Optionsvolumen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, wie gewohnt, wenn Sie keins dieser Videos verpassen wollen, subscriben Sie zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.